Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben hier eine kleine Armee von 6 Mann mit uns. Mit mir sind das 7. Ich müsste aber auch mal selber jetzt kurz was zu mir nehmen. So einen Heiltrank würde ich mal sagen. Mal gucken, wie die alle drauf sind. Heiltrank geben, würde ich. Essenz der Heilung. Nimm den Heiltrank. Dann hat er zumindest wieder ein bisschen mehr Leben. Dann würde ich hier nochmal reindüsen, beziehungsweise ich speichere einmal jetzt ganz schnell. Gucke ich mal, ob ich. So, den haben wir. Hallo, hör auf, Matt anzuvisieren. Ach nee, hier ist auch noch einer. So, das. Und den da. Ja, genau, den. Ah, nein. Anführer haben wir. Perfekt. So, von unseren Leuten ist keiner tot. Ist der tot? Ist der tot, genau. Okay, gut. Haben wir schon mal. Ork-Schamane. So, jetzt muss ich auch nochmal einen Heiltrank nehmen. Oder ein paar mehr. Vielleicht das hier auch. Und das können wir auch nochmal speichern. Dann gucken wir mal, dass wir die da hinten auch nochmal erledigt bekommen. Autsch. Ein Mistvieh weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh. Nice. So, mal gucken. Gesundheitlich sind die noch in Topform, ne? Ich gehe mal mit denen ein bisschen an die Seite. Boah, kann ich die auch mit ins Dingenslager nehmen? Also, so, und den anderen will ich auch noch. Und nochmal speichern. Das gefällt mir gerade sehr mit denen. Da ist nur noch einer. Okay. So, ein Mistvieh weniger. Dir, du Mistvieh. So, das nehmen wir auch alles mit. Und da vorne gibt es auch nochmal 2. Nice. So, warte. Nein, ich will den Ork hier. Ich will den Ork. Oder den Ork. Wie seht. Oh, warte. Schwere Ork-Axt. Gesundheitlich sind die immer noch in Topform. Dann gab es da oben noch welche. Okay, nice. Ich will hier den Ork. Hallo. Bisschen an die Seite. Und so, auch noch mitnehmen. So, und das auch noch mal speichern.
Das ist weit genug. Wenn du unbedingt weitergehen willst, dann ohne uns. Ah, okay, hier geht's nicht. Warte mal. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Ah, und jetzt sind alle wieder da. Okay, also da können wir nicht rein. Da muss ich allein rein. Aber hier haben wir jetzt alle Orks dezimiert. Und es fehlt nicht mehr viel für die nächste Stufe. Nice. So, wo ist dann eigentlich der letzte Razor? Irgendwo müsste noch einer sein. Hier. Mist, viel weniger noch drauf. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Ah, okay. Also, ich kann mit denen hier noch ein bisschen die Gegend unsicher machen. Obwohl, ich könnte... Hier ist aber nichts mehr. Ich glaube, das da oben zählt nicht mehr als Canyon. Im Grunde kann ich die eigentlich wegschicken, ne? Ich würde sagen, ich kann die... Ich brauche die jetzt nicht. Da ist nichts zu holen. Ich würde dann auch nochmal speichern. Und nochmal da reingehen wollen. Ich habe außenrum. Wir gucken, was da drin ist. Da hat es schon irgendwas auf jeden Fall krass geleuchtet, rot. So. Nur noch 680 Punkte. Ist dann nur die Frage, wohin investieren wir das? Weiterhin in Stärke oder... Oder in was anderes mittlerweile? Was das denn? Das war's mit dir. Mach das ja nicht nochmal. Warte mal. Komm mit. Komm mit. Ich hab. Warte mal. Komm mit. Komm mit. Lass uns erstmal ein Stück zurückgehen. Ja, okay, dann bin ich die jetzt erstmal hier los. Da Feuerteufel. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier ist eine Truhe. Ach komm. Ach verdammt. Ja, jetzt haben wir's. Nur Skip ist jetzt mit mir unterwegs. Okay. Die anderen nicht mehr. Ich versuche die mal nochmal zurückzuholen. Wenn die in der Nähe sind. Sind die überhaupt noch in der Nähe? Nee. Die sind schon alle weg. Wie viel Leben hat Skip? Pack mal die Fackel aus. Ich will ja auch was sehen können. Okay, Skip haut jetzt auch ab.
Lebensenergie-Bonus. Was gibt das? Stärke-Bonus. Komm, ich presse jetzt mal die Heilpflanzen. Wir haben da schon um die 50 Stück gehabt. Da ist noch so ein Feuerteufel. So, nein! Bin ich noch am Leben oder ist schon alles vorbei? Lebensenergie ist wieder auf Null. Ja, okay. Also keine gute Idee, hier zu sein. Wenn Skip auch schon abhaut, dann gehe ich mal vielleicht die Richtung gucken. Jo. Oh. Auch keine gute Idee. Dann will ich hier das mal in Ruhe lassen. Wenn die alle abhauen. Dann kann ich hier noch nichts machen. Dann bin ich noch nicht stark genug. Dann brauche ich halt noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber ich kann hier die Zelte mal durchlooten. So, die ganzen Felle. Goldener Kerzenständer. Und den hier auch nochmal aufmachen. Achso, den muss ich knacken. Gold mache ich hier sogar gleich. Was gibt's denn da? So, Spruchrolle. Spruchrolle. Kugel. Spruchrolle. Leichte Ork-Axt. Ein Bett. Ja, hier mache ich es mir mal gemütlich. Bis zum nächsten Morgen. Wagfell. Ja, dann gehen wir mal zu Greg und sagen ihm Bescheid, dass Canyon jetzt sicher ist. Zumindest von den Razern. Und dass wir es auch ohne Verluste geschafft haben. Nach keine Ahnung wie vielen Anläufen. Wir sagen einfach, es war der erste Versuch. Wird sicher niemanden auffallen. Naja, aber ich glaube, wir sind auch schwach wegen der Rüstung, weil wir die Piratenrüstung anhaben, statt die Drachenjäger. Ich hätte eigentlich gerne, also ich hätte jetzt wirklich gerne eigentlich die schwere Drachenjäger-Rüstung.
Aber wir kommen ja momentan von der Story her auch nicht wirklich weiter. Ich hänge da momentan, also zumindest drüben in Korinnes und im Minental, immer noch ein Kapitel 3 fest. Und weiß da auch momentan nicht, wie ich vorankomme. So, aber immerhin sind alle wieder hier. Glaube ja nicht, dass das alles ist, ne? Kann ich ihm was verkaufen? Von mir erfährt keiner. Handeln. Zeig mal, was du hast. So, was kann ich ihm andrehen? Ich kann ihn den hier andrehen. Die Dinger. So, können alle weg. Außer die Spitzhacke, das kann weg. So, was haben wir hier? Schwarzes Erz. Immer noch keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Logbuch von Greg. Hier, Wagfell. Kugeliger Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Ah, okay. Den muss ich aufmachen gleich. 13.200 haben wir jetzt. Schatulle. Goldener Kelch. Pech. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Blutkelch. Silberkette. Silberner Ring. Schwefel. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann hier Stachel, die Dinger. Flaschenpost. In dieser Flasche befindet sich ein Stück Papier. Wolfsfell. Apfeltabak brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Goldbrocken nicht. Goldener Ring. Geweihtes Wasser. Klingt für mich nach einer Quest. Gletscherquarz. Sextant. Brauchen wir nicht. Ja, das hat er wirklich behauptet. So, jetzt will ich aber mal den Fisch aufmachen und die Flaschenpost gleich. Erzbrocken erhalten. Ah, nice. Schatzkarte erhalten. Schatzkarte. Sehr alte Karte. Nefarius-Karte. Land Barons. Das interessiert mich nicht. Gestern Teil der Bauer. Ist das wirklich wahr? Hier, Schatzkarte. Ah, okay, da können wir erfahren, wo die ganzen Schätze sind. Wie soll ich bitte den da ganz im Norden erreichen? Er hat auf die falschen Leute gehört. Das war keine große Sache. Ach ne, das ist der eine in der Höhle gewesen. Okay. Ist das wirklich wahr? Okay. Ein paar haben wir schon, die in der zwei in der Mitte und die vier im Norden. Haben wir? Glaubst du wirklich daran? So. Greg? Wegen der Sache mit dem Canyon? Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Hm? Ich brauche jetzt die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. So, eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Hm? Und wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech.
Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Und wie bist du hergekommen? Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Alles klar, er hat denselben Weg wie ich genommen. Okay. Dann gehen wir mal zu das ist wirklich nicht mein Bones. Holen uns die Banditenrüstung da. So, du sollst mir die Banditenausrüstung geben. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Hm, okay. Warte, mittlere Banditenrüstung? Ich hab was anderes gehört. Die ist sogar noch schwächer. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich könnte mir sowas nie anhören. Die Piratenrüstung ist besser als die Banditen, die mittlere Banditenrüstung. Und. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Okay, das würde ich auch nochmal speichern auf die 2. Und dann würde ich mich auf den Weg machen in Richtung Banditenlager. Beziehungsweise Foe, der Wassermagier, der Mörder von Angus Nang, Malcolm, Garrus Kompass, Skip ist auf dem Trockenen. Ich hoffe, ich kriege das hin, Jacken da hier durchzukriegen. Also in einem Durchgang, bevor wir wieder zurück nach Purines gehen. Aber das mit den Vermissten scheint auch sehr wichtig zu sein und Raven. Feldknöterich. Gibt es auch noch wieder welche davon? Ich habe gedacht, ich habe schon alle gefressen. Warte mal, wenn ich jetzt einmal die... was? Okay, das ist also die... Wieso kann ich die noch weiter nach links drehen? Ich ziehe lieber erst einmal hier die Drachenjägerrüstung an, solange ich außerhalb des Piratenlagers bin. Weil die Rüstung gefällt mir irgendwie bis jetzt am meisten von denen, die wir jetzt haben, weil die auch am stärksten ist. So, da frage ich mich jetzt eigentlich auch, wie werde ich mich jetzt dann in Gothic 3 dann anstellen, weil... Das wird das auch nochmal länger dauern. Game. Wir sind hier jetzt schon bei um die 100 Folgen. Und haben das noch nicht mal richtig durch. Ich glaube, das werden 150 Folgen, die ich hier habe. Was Gothic angeht. Gothic 2. Der erste Teil war schon um die 70 Folgen bei mir. Und jetzt auch noch Gothic 2, das Doppelte. Dann wird Gothic 3 wahrscheinlich der Dreifache sein, ne? Oder das Doppelte hiervon. Kann auch sein. Dass das dann 300 Folgen sein werden.
So, für die habe ich jetzt aber noch keine Quests, ne? Wo rennt der jetzt hin? Ich will auf jeden Fall an denen vorbei. Obwohl, hier die Dinger kann ich auch schon mal einsammeln. Sehr viele Weidenbeeren. Wo sind denn diese Weidenbeeren? Hier. Geben aber auch nur 5 Gesundheit. Das ist eine Truhe. Not bad. So, ich will es jetzt mal riskieren, hier entlang zu gehen. Sieht da schon mal ein Varan. So, das nehmen wir alles mit. So, kommt her. So, da liegt auch wieder ein Toter. Mit ein paar Tränken. Okay, der Dschungel sieht schon sehr düster aus. Wenn wir jetzt noch mal auf die Map gucken. Das Lager haben wir noch nicht erreicht, meine ich. Aber hier ist noch mal was zum Ausbuddeln. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, eine alte Steintafel und Silber. Obwohl, das da hinten sieht schon wieder wie ein Banditenlager aus. Was ist denn das da? Ja, komm her. Ja, komm. Und was ist das? Sumpfgrasdrohne. Ja, und da hinten ist schon das Banditenlager. Das heißt, wir müssen uns jetzt umziehen. Nichts zu plündern. Okay, ziehen wir die Rüstung jetzt an und speichern noch einmal. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir in das Banditenlager. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.